Starte erstmal wieder den Stream. Ach du meine Güte, ey. Gerade in dem Sumpffalle ist das natürlich sehr hilfreich. Ich habe gerade den Sack raufgepackt auf mein Pferd und in dem Moment sehe ich bloß noch einen blauen Bildschirm über drei Monitore. Oh, Stream läuft wieder. Guck, dass du noch schnell ins Spiel reinkommst. Ja, ich lade gerade. Vielleicht gibt er dir ein paar Punkte ab. Mein Stream Deck ist auch abgeschmiert. Das ist eigentlich dafür verantwortlich, jetzt die Browser aufzumachen. Verdammt, verdammt, verdammt. Borderless Gaming brauche ich ja noch. So, Chat, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, ich hatte gerade Bluescreen, war nicht so toll, musste Rechner neu starten. So, da haben wir auch zu viele Sachen offen. Bei Sliver bin ich jetzt natürlich die Löffel los. Hier rum. Muss erstmal alles hier wieder. Oh, das tut weh. Das hätte Was? 1500 XP gegeben, Charlie. Ich habe so und so nichts davon. Ich habe gerade einen Crash gehabt. Ja, ich weiß. Darum sage ich ja, das hätte. Das hätte. So, jetzt habe ich den Sack hier noch hinten drauf. Was mache ich jetzt damit? Ach, ist Zeit abgelaufen? Ein Sack liegt hier. Und einen habe ich jetzt hinten auf dem Pferd drauf. Ich starte gerade alle meine Programme hier neu, also ich kann gerade nicht wirklich Hilfe sein. Scheiße, Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal ganz in Ruhe. Es ey. Und hier, da soll heute noch. nicht sein, Nee, echt, anscheinend. das Spiel. Trollt einen, wie es besser gar nicht geht, ey. Kann ich die Waren jetzt wenigstens irgendwo verkaufen? Das wäre Stream jetzt gut. Chat. Das Brezelrocks brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also Chat, ich sehe auch noch keine Chat-Messages, ne? Ich habe gerade das Programm am Starten dafür. Oh. Wie gesagt, war ein schön blaues Bild und Windows hat neu gestartet und so eine Sache, ne? Also, tut mir leid. Alle haben auf mich gezählt. Wir einigen uns darauf, Rockstar ist schuld. Genau, also. Fuck, Rockstar. Dreckpiss. Kriege natürlich auch ein Item wieder los, weil die Raffle sich geschlossen hat. Hast du gesehen, du hast gestern zwei Habe ich gewonnen, Tiefjul ja? gewonnen. Zwei Stück. Ja. GZ, GZ. So, und da noch ein paar Coins. So. Free. Multiple Choice. Free. Das ist ärgerlich. Ja, da sagst du was. So, Sliver, der Stream ist auch schon wieder da. So, das läuft, das läuft. Mixer hat das noch nicht mitgekriegt, dass ich online bin. Das ist schlimm, ne? Auch jetzt. Alles erstmal durchzukriegen. Ja. Vor allem die ganzen Programme wieder aufzumachen. Ich habe hier drei, also zweimal 27 Zoll und einmal 49 Zoll und da ist wirklich fast jeder Pixel ausgenutzt, ne, durch Programme. Ja, das Problem habe ich auch. Oh, 10 von 10 Sprünge habe ich fertig. Wollen wir da testen, ob wir von meinem Lager das auch haben? Mit Das dem Wagen. können wir gleich gerne machen. So, das haben wir jetzt noch den Task Manager starten.
Was mache ich denn jetzt mit den Waren, verdammter Hacke? Keine Ahnung. Jetzt sind sie weg. Jetzt ist alles weg. Ich düse nochmal schnell in meine Schwarzbrennerei und schau mal nach. Jetzt lese ich erst Chat. Tut mir leid, ich hatte wie gesagt ein Bluescreen und musste erst alles neu booten. Achso, bist du bei Red Dead schon gejoint? Ja. In der Lobby? Nee. Okay. Wie Rom bin ich rein? Wenn du über den Social Club jetzt, also hier Position 1, bei mir beitreten machst, dann spawnst du automatisch in meiner Lobby und auch bei mir. Spiel beitreten? Genau. Okay, Beitritt dann sagt er jetzt. Ja, dann portet er dich nämlich automatisch an meine Position. Dann brauchen wir nämlich nicht lange suchen. Mhm. Das hat mir ja gerade noch gefehlt, ey. Und nur so eine orientalische Nachricht, dass irgendeine Systerdatei ihn gestört hat, stand noch in dem Bluescreen drin. Aua! Große Ene. Aua! Wenn du gewalttätig wirst, dann müssen wir das so machen. Da und die am Seil ziehen. Ja, aber das dauert, bis du da rauskommst. Das dauert. So. Trupp kannst du selber wieder beitreten. Na, jetzt musst du in meinen Trupp wohl rein, wenn wir bei meinem Lager. Ja, ich will nur gucken, wie weit der Schnaps ist, dass wir den vielleicht wenigstens noch verkaufen können. Weil... Nee, der ist noch nicht fertig. Okay. So. Du hast die Schnapsbrennerei noch nicht, ne? Mm-mm. Dein Ernst? Natürlich. CLS. Das ist meine Hut. Muss das nicht AFLS heißen? APLS heißen dann? Für Pferd oder Pony? Muss erst mal gucken, wo mein Lager ist. Dein Lager ist ziemlich weit unten. Du hast noch eine Story-Mission übrigens offen hier. Hä? Wo? Oh. Die mit der Waage zur Strecke gebracht, heißt die. Und dein Lager ist am Arsch der Heide. Squabble. Ja, und das Trauberräder. Ja. Dann setz das doch um. Ja, wie? Wo? Du gehst auf L, mhm. Dann auf Lager und Immobilien. Lager, dann auf Größe und Lage und mit Q und E kannst du dann auch umsortieren, dass der dir zeigt zum Beispiel, was hier in der Nähe ist. Ja, was wäre denn in der Nähe? Guck mal auf der Karte. Grizzlies West und Cumberland Forest. Oh, hier ist nur ein Räuberversteck. Hast du schon Räuberversteck leer gemacht? Nee. So, jetzt wurde das umgesetzt, ne? Ja. Und wo ist das jetzt? Jetzt ist das hier oben bei uns wahrscheinlich. Und fast genauso weit weg. Ja. Dann müssen wir beim Räuberversteck fast vorbei. Ja. Dann können wir das auch mitnehmen. Aber ich glaube, da müssen wir von hinten ran, weil das ist auf der Brücke. Hä? So,
So, was nehmen wir denn mal noch für eine Waffe mit? Komm, die Waffe mal stehen. Willst du jetzt unten oder oben lang rücken? Ich bin unten. Ja, ich auch gleich. Ja, ungewollt, aber ja. Wo ist denn das jetzt, das Räuberversteck? Oben oder was? Nee, laut Markierung nicht. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist das an der Brücke. Ich sehe hier hinten schon was qualmen. Nein, ich noch nicht. Mein Pferd ist nicht bei mir. Sichere das Versteck, das heißt alle Roten erschießen oder was? Genau. Und dann bleibt nachher nur der Anführer übrig und dann musst du entscheiden, ob du den erschießen willst oder ob er leben darf. Oh. Ich bin von der anderen Seite rangekommen. Also den hier kann ich schon mal erschießen, der hier rumsteht, ne? Aber dann sind sie alle scharf. Jetzt sind sie sowieso alle. Toll, jetzt kommt mein Pferd angeschossen. Guckt her, ich mache euch alle platt. Kannst du mal hinter mir aufpassen? Ja, oder kann ich so weit drehen? Wo ist denn der? Ah, okay. Was ist für den? Die werden mit Pferd gleich ermordet. Alles. Das war, was ich bei dem Spiel nicht verstehe, ne? Die Pferde darfst du nicht schlachten. Das kann ich null nachvollziehen. Wo ist der letzte da? Den sieht man auch gerade. Ich geh mal rüber. Mich kannst du sowieso nicht abschießen. Ach, hier unten! Sehe ja schon mal nicht. Und den letzten haben wir jetzt auch umgebracht, oder? Ja, der war wohl irgendwo dazwischen. Kollateralschaden. Ja, wie gesagt, du musst ja nachher sowieso entscheiden, ob du ihn umbringst oder ob du ihn leben lässt. Oh. Au. Hm? Schani. Was denn? Komm mal. War das hier oder war das nicht hier? Ich glaube, das war hier, ne? Ich glaube, ja. Tierquälerei, Zeuge. Charlie, komm mal Richtung Wasserfall, bitte. Gibt keine Zeuge. Schmeiß ihn ins Wasser. Erstmal wieder hochkommt.
So, wo bist du nochmal? Hier am Wasserfall bin ich. Am Wasserfall? Unten oder? Nee, bleib oben, bleib oben. Ich versuche auch gerade wieder hochzukommen. Ah, hier. Da, wo bist du? Ich stehe hier am Wasserfall oben. Ja, guck mal, hier in meine Richtung. Ich wollte gerade noch meine Dings beseitigen, meine Ach so, ja, mach Spuren mal. Hier. Mach mal fertig, weil ich jemanden umgebracht habe. Den Zeugen beseitigen sozusagen. In deinem Stream, weißt du, da bist du immer so ruhig und so nett und so lieb, aber wenn man dann so hinter die Fassade guckt, dann sieht man das. Leute umbringen, beseitigen. Mhm. Zack, jetzt fällt er hier den Wasserfall runter. Das sind doch. Die ist doch die beste Tarnung. Ja, 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 ich merke schon. So, wo bist du? Hier, da. Hier. Und was gibt da? Ja, komm mit, zeig ich dir jetzt. So, einmal hier in den Wasserfall reinhüpfen. Aber möglichst so, dass du hinter den Wasserfall kommst. Okay. Hier ist eine Höhle. Und eine Kiste. Eine Kiste? Wo? Siehst du die nicht hier? Doch, eine Truhe, da. Öffnen. Die sehe ich. Genau. Ich weiß auch noch nicht, was drin ist. Ich habe die extra noch nicht aufgemacht. Helena Saphir-Armband. Na guck. Cool. Hast du schon mal wieder ein Schmuckstück. So. Cool. Gibt da noch mehr? Mm-mm. Wie kommen wir hier wieder raus? So wie wir reingekommen sind. Hopp. Ja, wenn man es kann. Was ist denn hier los heute, ey? Vorhin auch schön, hat er sich im Wasser gedreht die ganze Zeit. Aua! Du hast mich mit runtergerissen. Ich warte erstmal, ob du das erfolgreich schaffst. Ja, ich habe es ja gerade auch schon mal geschafft. Jetzt. Nein, nicht runterrutschen. Bonny kommt direkt hinterher. So. Was ist denn jetzt markiert, dein Lager, ne? Ich glaube schon. Ja. Kommt das Pferd da nicht mehr raus, oder was? Doch, jetzt. Uhr, da können wir fast deinen Schnaps schon. Ja, der müsste auch fertig sein. Ja, weiß ich nicht, wie weit der jetzt fertig ist, weil ich bin ja jetzt in deinem Trupp, ne? Ach so, und dein Trupp, aber der läuft trotzdem weiter, oder? Was, der Schnaps? Mhm. Das ist eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, wir gucken mal, was in deinem Lager los ist und dann sehen wir, gehe ich in meinen Trupp rein und dann sehen wir, okay. Optisch funktioniert. Also es war mal so, dass wenn du nicht in deinem Trupp warst, war ja deine Brennerei quasi auch nicht aktiv. Und dann wenn du in einem anderen Trupp warst, so rum. Weil wenn du online bist, einfach nur ohne Trupp, ist der trotzdem aktiv. Aber wenn du halt in einem anderen Trupp warst, ist meistens von dem anderen Truppführer die Brennerei aktiv. Ja, mein Chat sagt doch, das läuft ja nicht weiter. Haben wir ja heute überhaupt nicht geschafft, so richtig, ne? Zumindest nichts wirklich sinnvoll. Die Mission, die haben wir gemacht, ne? Ja, die lief. Ja, aber es gibt leider auch solche Tage. Aber zumindest habe ich mein Daily gemacht. Meine 0,2 oder was Gold waren gekriegt. Ja, eine Woche, dann sind schon 0,25, glaube ich.
So weit entfernt, ey. Dafür habe ich noch 2 Dollar bezahlt. Verdammte Axt. Habe ich mich irgendwie vertan? Oh, warte, das muss doch gleich hier um eine Ecke sein. Bei unserem Glück ist es doch schon wieder Nacht, ne? Also ich hasse das nachts. Du siehst nichts. Vernünftig. Ich könnte bei mir eine Lampe ans Pferd machen. Aber ansonsten, du hast auch eine Lampe im Inventar. Hast du die schon gefunden? Beim Messer da oder was? Nee, nicht beim Messer. Warte. Also jetzt kommt das Spiel wieder von da. Wenn du in Gegenstände reingehst. Nein, gar nicht. Ja, beim Messer, genau. Hast du eine Laterne. Die kannst du auch auf dem Pferd benutzen. Und dann später kannst du, wenn du, ich glaube, den Sammler voll hast, kannst du beim Pferd selber auch eine Laterne rummachen. Der Sammler Level 10, hat er gesagt. So. Kann ich erstmal Munition holen? Das hast du schon gesehen, ne? Dass du das hier im Lager auch kannst? Nee. Hier hinten hast du eine Truhe. Da kannst du auch, wenn du dir die Munition bestellst und dir die schicken lässt, kannst du dir hier auch auffüllen. Okay. Und dann kannst du später noch, das hier ist ja jetzt mein Zelt, wo ich stehe. Mein Zelt wird dann quasi von meinem Lager in dein Lager importiert. Mhm. Und ich habe hier vor eine Waffenkiste. Die okay. Kannst du dir auch holen. Dann kannst du bestimmte Waffen halt da reinpacken und hast die nicht mehr auf dem Pferd. Okay. Die Erweiterung dafür kriegst du alle hier. Das kostet aber zu viel. Nur hier habe ich jetzt nicht. Ja, das kostet richtig. Ich glaube, die Waffenkiste lag bei 500 oder so. Er sagt jetzt hier 62. 32 von 100. Wagenkapazität 25. Also 25 könnten wir wegbringen, ja, theoretisch. Kleine Wagen. Du kannst später noch den 50er und dann noch den 100er kaufen. Also egal, wie viel du jetzt drin hast, wir können Maximum E25 nur. Und wir machen die kleine örtliche, ne? Ja, ist der Niger. Du kriegst zwar für die Fernlieferung ein paar Dollar mehr, aber dafür bist du auch 10 Minuten länger unterwegs, weil das ist dann wirklich am anderen Ende der Map. Time to make some money. There's another batch ready to go. Sure feels good. It wasn't easy. I've cut myself so many times, it's a miracle. Na, mal gucken, ob das klappt. Anyway, got a local buyer lined up, so should be an easy run for you. Should be an easy run, sagt er. Warte. Das habe ich mir auch so überlegt. Warte mal, mein Chat hier von Sliver, okay. Ich dachte gerade, ich bin doch bloß alleine, du kannst da gar nicht mit auf dem kleinen Wagen, ne? Gucken wir gleich mal, aber... Und wenn nicht, dann reitest du hinterher, siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Wie weit ist denn das Ziel? Ja, das ist ein bisschen. Aber du kannst eigentlich Gas geben, ein bisschen, weil da geht nichts kaputt. Ja, und das hat ja auch keine Stamina, das Pferd, ne? Also, die leer gehen könnte.
gehe jetzt über die. Ach! Jetzt verarscht er mit dir. Warum? Pferd nicht dahin. Will das Pferd nicht dahin, wo du willst? Nee, nicht so richtig. Hast du Probleme mit deiner Internetleitung? Sag mal, du hakst ab und zu mal ab im Discord. Echt? Mhm. Oder nicht bei mir, aber. Ich hätte gewusst. Ja, ja. Und wenn du dein Lager voll machst, ne, dann am besten immer mit Kadavern. Wie also, Kadavern? Ja, komplette Tiere. Da hast du halt mehr von. Wird das Lager auf jeden Fall schneller voll. Mhm. Und wenn die dann noch perfekt sind, dann natürlich noch schneller. Und dafür brauche ich dann aber einen Bogen, ne? Ja, einen Bogen oder was auch immer gut geht, ist halt das Rollen Doppelwert. Hey, tägliche Herausforderung. Händler Rangaufstieg, Rang 2. Na gut. Welchen Rang? 2. Händler Rang 2. Der Chat lobt mich mal noch nicht, bevor ich angekommen bin. Noch kann ich alles verbocken. Ja, wenn du das hinkriegst, ne? Ja, das war so eine Daily-Herausforderung. Fahre 5280 Meter mit dem Wagen oder so. Die ist gerade eben durchgelaufen. Ah, ja, stimmt. Und deswegen habe ich einen Rangaufstieg gekriegt. Aber am Zielpunkt müssten Feinde sein, oder? Ja. Also noch. Wenn du magst, kannst dich ja schon um die kümmern. Ich bin gleich fertig. Ich höre hier nämlich auch schon Schüsse. Ich bin gleich da. Ja. Dann solltest du auf jeden Fall, bevor du die jetzt abgibst, erstmal rumlaufen und looten. Okay. Weil teilweise ist es nämlich leider so, dass die Faktoren, sobald die Aua! Den Aua! Aua! Oh, oh. Oh, jetzt wieder von der anderen Seite. Oh. Ich lieg hier. Wo liegst du denn? Hinterm Wagen. Okay, guck mal, dass ich langsam zu dir komme. Wo? Jetzt habe ich einen Respawn-Button. Jetzt habe ich einen Respawn-Button und bin respawned. Und am Arsch der Welt natürlich. Was
was ist denn hier? Wo kommen die denn alle her? Jetzt bin ich hinten drüber. Pferd, wo bist du? Ich komme. Ach, bist du auch tot? Ja. Jetzt komm mal laufen. Wie kommen wir denn da hin? Warum das auf einmal so viel waren? Das verstehe ich nicht. Ich kann dir das auch nicht sagen. Also ich sag mal so, ein bisschen weit weg sind wir auch. Eigentlich. Aber den Wagen passiert nicht, der bleibt da stehen. Ja, von daher. Aber verstehen muss ich das jetzt trotzdem nicht. Wenn du wieder aufgeschlagen bist, auf einmal war da wieder zu viel. Wo fahre ich denn? Muss ich mit dem Wagen denn da reinfahren? Oder ja, da ja, ja, in dem gelben Punkt. Die Waren wurden verkauft. Haben wir ja doch noch was hingekriegt. Jetzt bin ich gespannt, was gibt. 62,5 und 200 XP. Du müsstest ja dann auch 62,5 gekriegt haben, ne? Nee, ich krieg Hälfte von dem, was du bekommst. Aber das nicht tragisch. So, Munition auch schon aufgefüllt. Oh, die Gegner liegen sogar noch. Das ist aber auch selten. Zumindest ein paar. So. So. Eigentlich sind wir hier schon ganz günstig. Das heißt, ich ziehe mich aus dem Trupp einmal zurück. Formiere meinen wieder. So. Genau. Meine Brennerei ist nämlich hier oben. Dann kannst du ja mit mir betreten. Dann spare ich schon wieder einen Teleportweg. Ein Reitweg nur. Diesmal. Weil an der Station gibt es nämlich leider keinen Teleporter. Sonst wäre ich nämlich faul genug gewesen, mich wirklich dahin zu teleportieren. Mhm. Okay. Eieieiei. Das war eine schwere Geburt heute. Ja, heute lief irgendwie nicht so, ne? Na, vor allem mit den komischen Desyncs, ne? Also erstmal stand der Wagen für mich am Baum und so, wo ich meinte, wollen wir denn fahren und so, und du sagst, wir fahren ja schon. Das kenne ich irgendwo nämlich von GTA, ne? Mhm, genau. Fahren wir schon? Und dann mit immer wusch synchronisierter. Ich habe mich auch gewundert, weil wie ich gesehen habe, dass du runtergefallen bist. Da bin ich zurückgekommen. Ans Ufer. Bin rückwärts gefahren. Und ich sah auch total blutig aus. Also ich denke mal, die Kollision mit meinem Charakter hat den Wagen zerstört. Nee, weil der ist ja danach wieder nach vorne gefahren, nachdem du halt wieder aufgestiegen bist. Nee, ist noch nicht fertig. Wie viel hat er denn noch? 3 Flaschen fehlen noch. Wie lange dauert das? Bonjour, Patron. Ich weiß nicht. Wenn der für 20 Flaschen 48 Minuten braucht er ungefähr 2 Minuten... Und 10 Sekunden pro Flasche, ne? Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen Krams labern, dann müsste doch gleich fertig sein. 2 Minuten pro Flasche, 2 Flaschen fehlen noch. Da kann ich mit meiner Band tanzen gehen, siehst du? Ich glaube, das war heute auch Daily. A bientôt. Ja, dann geh mal tanzen mit deiner Band. Kann ich dich irgendwo sehen, wo du tanzt? Ja, kannst du. Du kannst auch tanzen und
kannst. Wo denn? Alle möglichen. Unten im Keller. Ach so, scheiße, jetzt bin ich rausgegangen. Nicht schlimm, komm ich da wieder rein. Zwei Minuten. Ah ne, ich muss spielen, muss ich mit der Band. Ich hab das gelesen. Was Engel. Wenn ich. Good news. We have some new clients, I see. Direkt mit dem Wagen ins Ziel fahren. So. Hast du schon getanzt? Nee, ich hab noch nicht getanzt. Ich muss aber spielen, nicht tanzen. Wie spielen? Na, Musikinstrument spielen. Du kannst. Hier ist die Brennerei, ne? Die hast du ja bestimmt schon mal gesehen. Nö. Und hier ist dann eine Bar. Mhm. Und da hinten, da steht meine Band. Und ich kann jetzt jeden und du auch, jeden anquatschen. Ich spiele immer hier Banjo. Dann kann ich Banjo spielen zum Beispiel. So, zack. Und du? Jetzt fangen die gleich an. Setzt meiner sich denn jetzt hin, oder was? Du musst dir ein Instrument aussuchen, was du spielen möchtest. Ich habe die Klavierspielerin. Ach so, ja, die, wenn, dann musst du dir ans Klavier gehen direkt. Tanzen bietet da bloß an. Komisch, okay. Egal. Und wenn du jetzt an einen anderen Musiker rangehst, Gitarristen, Violine oder sowas? Machen wir so einen ungeschickten Tanz oder so, ja? Und dann kannst du noch mit der linken Maustaste den Kunststück machen. Was kann ich mit der linken Maustaste? Der macht den Kunststück, wenn du am Tanzen bist. Ganz oben steht das. Kunstgriff heißt es jetzt bei mir, weil ich am Spielen bin. Nö, das kann ich wahrscheinlich noch nicht. Guck gleich mal, ich mache noch mal 2 Minuten, dann. Ja, okay, Assengel, das merke ich mir. Gleich abgeben und die paar Leute, die dann noch übrig sind, dann töten. Weil sie hatte geschrieben, dass die den Wagen immer noch zerstören können, wenn ich den da stehen lasse. Okay. Das kann sein, ich will noch nicht passiert, sagen wir mal so. Also normalerweise. Halten wir nur ein paar Meter davor an und dann gehen wir halt ins Gefecht mit rein und fallen die alle ab und holen dann den Wagen. Aber halt wirklich nah daneben, also ne? Natürlich nicht in der Mitte, aber nah daneben, wenn ich so weit laufen muss. Wenn du an den Gitarrist zum Beispiel rangehst, ne? Dann muss ich auf die rechte Maustaste drücken und dann kann ich übernehmen klicken. Ah, guck mal, gut. Kunststück steht beim Tanzen, ja, Kunststück. Sehr gut aus, was du da machst. Ja, ne? Jetzt müssen doch deine 2 Flaschen fertig sein. Ich hoffe doch. Haben wir genug Quatsch gemacht zwischendurch? Möchtest du noch was trinken? Guck mal schnell, was er hier sagt. Die Charge ist fast voll. Eine Flasche fehlt noch. Das kann ich nicht sehen, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob du oben rechts müsstest du so ein Symbol haben. Ach, abgeschlossen. Ah, siehst du? So.
Wenn ich jetzt für die Verkaufsmission starte, wird er mich gleich höchstwahrscheinlich rausporten. Dann gehe ich schon mal raus. Und ich nicht. Oh, 103 Dollar zahlt er sogar. Besser als nix. Und jemand anderes kann uns den Wagen wohl denn auch klauen. Ja, aber... Hat sie schon angekündigt, das macht sie nächstes Mal, wenn wir den stehen lassen. Ja? Sehr gerne. Ist ja wie ein Geschenk für die anderen Spieler direkt vorm Ziel. Wo bist denn du jetzt? Jetzt werde ich nach draußen geportet. Ach so, okay, wollte gerade sagen, irgendwo. Ja, aber man sieht ja auf der Map, ob andere Spieler in der Nähe sind oder nicht. Ach, da vorne bist du, okay. Genau, kannst auch hier mitfahren, ist Platz auf dem Wagen. Na, ich glaube, ich reite lieber mein Pferd, wa? Sonst haben wir wieder so ein Desync-Problem und ich mache den Wagen nachher kaputt oder so. Ich reite lieber mein Pferd hinterher. Weit ist es auch nicht, weil es sind nur 7 Minuten 30. Da kann ich viel kommen. Da ist was routet. Was ist das? Ich denke Wölfe. Ne, auf der Minimap war eben rot. Halte an, um zu versuchen, friedlich an der Straßensperre vorbeizukommen. Mhm. Die kontrollieren uns jetzt. Machst du das oder sollen wir die erschießen? Oh, jetzt will er bis zurückkommen. Ich hol schon mal meine Waffe raus. Soll ich auf ihn schießen? Nee, warte noch. Was hat er denn? Ich spiel doch jetzt hier. Chat sagt weiterfahren. Ja, hier funktioniert wieder nichts. Ah, falsche Richtung. Ich geh durch. Wo geht er denn hin? Sonst hätte ich gesagt, ich beschäftige die Jungs. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, schon wieder ein Fluss. Warte, wir müssen wieder durch den Fluss. Ja, aber diesmal bin ich nicht an Bord. Ja, aber dafür sind hier zwei Flaschen hops gegangen. Echt? Mhm. Haben die drauf geschossen, ne? Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinfahren. Oh, was ist das zum Glück? Dann fahr nicht so schnell, wegen nicht, dass noch mehr kaputt geht. Ne, jetzt passiert nicht mehr viel. Weil Trick 17a, ich fahre in der Kinokamera. Das heißt, er fährt automatisch und er fährt ja dann immer ideal, wie er so weiter kann. Außer wenn halt einer vor dir ist, ne? Mhm. Da kannst du bei dem Tempo ganz gut fahren eigentlich, ohne dass was passiert. Wir sind am Ziel. Ach, hier will der hin. So, dann gucken wir mal. Wir haben es überlebt. 19 von 20 haben es überlebt. Eine Flasche kaputt gegangen, ja gut.
Gib zu, die hast du getrunken. Nö. Alter, alter Alkoholiker, $15. 192 XP. Ich habe 15 gekriegt. Ich habe 77 bekommen. Topsy, willkommen. Ah, ja. Ja, weil das ohne Geschmack war, oder was du sagtest, ne? Ja. Ja, aber normalerweise hätte ich gedacht, kriegst du mehr. Weil, wie gesagt, wenn ich die Fuhre für 2,47 mache, das ist halt der beste, den du im Moment kriegst, dann kriegen die anderen immer einen 100er. Hm, naja. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, sicher. Aber 22 war 10, ich würde sagen. Du bist weit über deine eigentlich veranschlagte Zeit. Ja, nur so knapp eine Stunde, ne? Ja, ich habe ja immer noch ein bisschen Karenzzeit. So früh muss ich noch nicht raus, aber will noch ein bisschen abschalten. Ja, ich verlasse schon mal den Trupp. Du kannst ja noch ein bisschen rumtigern, ja, so ein bisschen, hier. Ein bisschen muss ich noch. Noch mal ein bisschen in die Dailies gucken. Ich mach hier kurz in GTA gucken und dann mal gucken. Ja, ich mache hier auf jeden Fall erstmal Schluss. Ich danke dir für deine Hilfe und auch gerne. Vielleicht sehen wir uns ja morgen hier wieder oder mal sehen. Oh ja, meine Frau kriegt morgen Besuch, sehr gerne. Okay, dann ja, danke fürs Dasein und ringehauen und so, ne? Ja, Charlie, bis morgen. Ciao. So, Chat. Wir haben hier noch eine Sliver-Reffel. Ach, mir bringt das nicht so viel, weil ich keine habe. Okay. Naja, ist aber besser als nix, ne? Ich habe hier noch eine Sliver-Reffel offen. Close Prediction. Close it. Normalerweise müsste jetzt Close Riffel hier stehen. Okay. Dann lock dich mal ein. Stimmt, weil ich eben einen Crash hatte. Close Riffel. Okay. Good luck, everyone. Draw Riffel. Requiem Blaster hat gewonnen. Okay. Super. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Danke für Follows, Loots, Donations. Danke, dass ihr da wart. Charlie ist morgen wieder da. Haben wir noch was? Emotes. Winken. Tschüss, Leute. Und für die viele Hilfe ja auch danke. Bis morgen denn. Folgt mir auf Twitter, dann seht ihr, wenn ich poste, dass ich online gehe oder so. Tschüss.